und lieber Peter, willkommen, Folge 5. Heute keine Türszene, wir wollen uns ja nicht wiederholen. So wie unsere Fußballfunktionäre, die ja laufend den Ball in das Feld der fachfremden Politiker spielen. Wie immer die Frage, wann geht's los? 9. Mai wird schwierig, oder? Bei der Vorarbeit? Ich tippe, dass das Chaos mit Sicherheit nicht unbedingt kleiner wird. Bedingt dadurch, dass die Fußballfunktionäre gezwungenermaßen irgendwelchen Laienschauspielern den Ball zuschieben müssen, der dann letztendlich oder die dann letztendlich die Entscheidung treffen, wann die Bundesliga endlich wieder losgeht. Ich habe die Hoffnung, und da tippe ich drauf, dass wir im Mai auf jeden Fall noch Spiele sehen, allerdings ohne Zuschauer. Aber nicht am 9. Mai, oder? Am 9. Mai kann ich mir nicht vorstellen, da müssten die Herrschaften in der Politik natürlich noch viele Probleme beseitigen. Erstmal bearbeiten, dann beseitigen und dann wieder weiterschieben an irgendwelche anderen. Von daher, 9. Mai glaube ich nicht, aber im Mai auf jeden Fall. Zu viel Catenaccio vorher gespielt. Catenaccio, da gehen ja die Außenverteidiger mit nach innen. Ne? Die Außenläufer, die es damals gab, die verstärken dann nochmal die Abwehr. Man steht dann hinten felsenfest, aber man kommt nicht mehr nach vorne. Das Arbeitsministerium hat Maßnahmen erarbeitet, laut Spiegelquelle. Sportgerechter Mund-Nasen-Schutz für Spieler und Schiedsrichter darf nicht verrutschen oder angefasst werden, sonst Spielunterbrechung. Und Masken müssen spätestens alle 15 Minuten ausgetauscht werden. Was meinst du? Schwachsinn, Slapstick, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich tippe, das wird nochmal überarbeitet. So, und heute wieder der Fitnessteil, lieber Peter. Wir sehen, es regnet, also im Trocknen. Und? Wir machen es wie die Politiker. Füße hoch, Arme auseinander, nicht bewegen, viel erreichen wollen, aber nichts bewegen und nichts erreichen. Wunderbar. So, Kräftigung, Arme nach oben, zur Seite, nach vorne, ganz wichtig. Und wir bewegen uns weiterhin kein Stück von der Stelle. Alles Gute. Und nun zu den Gewinnern der letzten Challenge. Mein Glückwunsch, meine Glückwünsche gehen an Sven Ottenstreuer, der natürlich mit Mike Werner vom Hansa Rostock gewonnen hat. Traumfrisur. Und darüber hinaus noch Detlef Wehlan. Detlef Wehlan hat sich entschieden für Michael Eggert. Wegen der Frisur auch Pudel genannt. Mittelfeldspieler vom VfL Bochum. Auch dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Für den warst du als ehemaliger Bochum-Trainer aber nicht verantwortlich. Also für den Spieler und Haarschnitt, oder? Ich war weder für den Haarschnitt des Spielers Pudel Eggert zuständig, noch für den Spieler selber, weil ich einer anderen Generation entspringe. Ich bin viel, viel, viel jünger, als ihr alle glaubt. Challenge Nummer 5 ist, ich möchte die schrillsten Trainer-Outfitte sehen seit 1985. Sagt mir, wer sind die größten Paradiesvögel seit 1985 unter den Trainern?